heiß. Du verbrühst mich ja. Ihr habt gefroren und heißes Wasser verlangt. Heiß, heiß, ja, heiß. Aber nicht so heiß. Hab ich's nicht dem Koch gesagt, dass ich mir anderswo Arbeit suchen muss? Wer sich's nicht recht machen lassen will, dem kann man's nicht recht machen. Frau Königin! Ein Frosch! Ein Frosch! Hilfe, ein Frosch! Sei still, wenn du mir nicht zuhörst. Wenn du jemand rufst, wird dein Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Mein Wunsch? Was weißt du von meinen Wünschen? Du wünschst dir ein Kind. Oh ja, ja. Das ist wirklich mein Wunsch. Aber was hast du damit zu tun? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass dein Wunsch in Erfüllung gehen wird. Noch ehe ein Jahr vorüber ist, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Ist das wahr? Das ist wirklich wahr? Och, ich kann es nicht glauben. Aber ich spüre es, dass du die Wahrheit sagst. Einen schönen Tag, Frau Königin, und gebt gut Acht auf das Kind. So bleib doch. Ich möchte wissen, ich möchte dich fragen. Ich werde dem König... Oh, schnell, wo seid ihr? Ihr sollt mich abtrocknen. Schnell, ein Handtuch. Liebe Leute, lasst euch sagen, nun ein Ende hat das Klagen. Ich künd euch an die große Freud, die sich hat zugetragen heut. Denn ein Kind ist uns geboren, drum der Jammer sei verloren. Ein Töchterlein ist angekommen, alle habt ihr's nun vernommen. Zum Feiern lädt der König ein. Sollt morgen all beisammen sein, auf den Hof des Schlosses kommt, damit die Freude allen frommt. Und ruft die weisen Frauen her, jede unserem Kindchen mehr der guten Wünsche große Zahl. So will's der Königin Gemahl. 13 weise Frauen sind im Reich, ihr wisst's. Ruft sie geschwind herbei, damit das Glück vollkommen sei, weil nun im Schlosse leben 3. Der König und die Königin. Unser Kindchen mittendrin. Das ist ein Fröhlichlied. Hurra, hurra, das Kind ist da. Habt ihr gehört? Die 13 Frauen sollen zum Fest kommen. Doch wie wird der König sie bewirten? Von goldenen Tellern müssen sie essen, mit goldenen Gabeln und Messern. Aber ich weiß, der König hat nur 12 goldene Teller, Gabeln und Messer. Da wird wohl eine zu Hause bleiben müssen. Wenn sich da nicht was zusammenbraut, Brüderchen Schneider, dann will ich zum letzten Mal ein Spielmannsliedchen gesungen haben. Liebes Kind, Prinzesschen fein, sollst schöner als alle Frauen sein. Liebes Kind, Prinzesschen fein, sollst reich und
klug auch sein. Liebes Kind, Prinzesschen fein, sollst gesund und immer fröhlich sein. Ihr habt mich nicht geladen, nein. Drum dräng ich mich herein und sag mein Sprüchlein auf. So nimmt mein Wunsch den Lauf. Lieb Kind, Prinzesschen allzu fein, nur 15 Jahre wirst du sein. Dann wird dich eine Spindel stechen, so will ich mich nun rächen. Tot wirst du zu Boden fallen, dies ist gewiss. Ich sag es allen. Seid still. Noch ist mein Wunsch nicht ausgesprochen. Ich kann den bösen Spruch nicht ungeschehen machen. Aber ich will ihn mildern. Die Königstochter, so sag ich's, soll nicht vom Stich der Spindel sterben, sondern in einen 100-jährigen, tiefen Schlaf fallen, wenn sie sich sticht. Stich, den hab ich. Sag ich doch, Glück muss man haben beim Spiel. Und zu Hause, dass einen die Alte ein Spielchen machen lässt, ohne zu murren. Gewonnen. Wer mischt die Karten? Alter Gauner, du ziehst einem mageren Schneider noch das letzte Hemd vom Leib. Was ich sagen wollte, Koch, du weißt doch am besten Bescheid. Was willst du wissen? Wer dem König den Sonntagsbraten kocht, der weiß auf jede Frage eine Antwort. Ist das Fräulein Prinzessin wirklich so schön, wie man sagt? Ich hab, war nicht zu sehen seit langem. Alle Wünsche der weisen Frauen haben sich erfüllt. Sie ist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Und das Klügste, das Tugendsamste und so weiter und so weiter. Das willst du doch sagen. Ist dir nichts Besseres, als die Prinzessin zu loben? Sie könnte doch zu mir kommen und sich ein Kleid bestellen. Damit du über deine schäbige Schneidebude schreiben kannst, der Schneider der Prinzessin. Ja. Noch ein Bier für den Herrn Koch? Eine Runde für alle. Und dann möchte ich euch fragen, habt ihr auch auf euren Speichern nachgesehen, eure Frauen und Mütter gefragt, ob es irgendwo noch eine Spindel gibt? Gestern ist nämlich beim Krämer eine gefunden worden, obgleich doch seit 15 Jahren im ganzen Reich verboten ist, eine Spindel zu besitzen. Damit die Prinzessin sich nicht stechen kann. Alle Spindeln sollten verbrannt werden. Und bei mir zu Hause werdet ihr keine finden. Ist der Krämer bestraft worden? Er darf ein Jahr lang nichts mehr verkaufen. Eine harte Strafe. Du willst doch nicht, dass die Prinzessin sich in den Finger sticht. Hab ich das gesagt? Sieh dich jedenfalls vor. Und jetzt wird weitergespielt. Ich mische und gebe. Wo ist die Prinzessin? Prinzessin, Prinzessin, wo ist die Prinzessin? Was schreist du denn so? Hast du nicht die Prinzessin gesehen? Meinst du, sie hat in meine Kochtöpfe geschaut? Solltet ihr nicht auf sie aufpassen? Gerade jetzt, der König und die Königin sind weg. Da müssen wir besonders aufpassen. Und was habt ihr getan? Ihr lauft kopflos umher und inzwischen kann dem Kind wer weiß, was geschehen sein. Oh, wer weiß, was meinen Töpfen inzwischen geschehen ist. Ich muss wieder in die Küche. Da hast du's. Er wird es der Königin sagen, wenn sie zurückkommt. Du hast nicht aufgepasst. Du! Was kann ich denn dafür, wenn ich hab doch nur... Das hilft uns nicht weiter. Geh du in den Garten und such sie dort. Ich werde in allen Zimmern nachsehen. Was war das? Hat jemand gerufen? Nein, nein. Türe?
gerade vor mir. Und ein Schlüssel. Ein rostiger Schlüssel. Zugesperrt. Wer sperrt in unserem Schloss die Türen zu? Der dreht sich aber hart. Aber ich werde ihn aufbekommen. Kind, komm her. Sieh dir an, was auf dich gewartet hat. Guten Tag, du altes Mütterchen. Wie kommst du in die Kammer? Ich hab auf dich gewartet, liebes Kind. Hab Jahr um Jahr gewartet und gelauscht auf deine leisen Tritte draußen auf den Treppen. Was drehst du da in deinen Händen? Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt? Darf ich es mir ansehen? Ich spinne. Spinn Flachs den lieben langen Tag. Komm näher, Kind, komm näher. Sieh dir alles genau an. Da, nimm die Spindel. Bitte, zeig mir, Mütterchen, wie es spinnen geht. Wollt ihr mich's lehren? Greif hin, greif her. Und einmal rundherum. Ist spitz, so spitz. Ist gar nicht schwer. Au, au. Ich hab mich an der Spindel gestochen. In den Finger gestochen. Mütterchen. Mir wird so schwer. So müd. So schwer. Ich seh euch nicht mehr. So dreht sich's gleich vor meinen Augen. Verdreht. Dreht mir den Sinn. Hundert Jahre sollst du schlafen nun. 100 Jahre wirst du ruhen. Der Stich in deine kleine Hand, er ist des Wunsches Unterpfand. Scheinen zu schlafen. Das ganze Schloss ein einziger Schlaf. Och, oh, ich spür's, wie der Schlaf aus allen Ritzen dringt. Die Müdigkeit. Ach, ich bin so müde. Schlafen. Oh, auch ich will schlafen. Bald. Bald. Schlafen, sagst du. Schlafen. Nichts als schlafen. Schlafen wie die Pferde im Stall, wie die Tauben auf dem Dach, die Fliegen an der Wand. Schlafen, ah, wie das Feuer im Herd, wie der Wind, der müde geworden ist. Schlafen wie die Blätter in den Bäumen vor dem Schloss. Bis ich nicht mehr regen. Schlafen. Auch ich will schlafen. Nichts als schlafen. Kleiner geworden oder ist die Hecke höher geworden? War da nicht das Schloss?
Hallo? Wer da? Wer da? Das Bäuerlein. Was schreist du so? Wächst ja jeden, der schlafen möchte, auf. Wer will denn schlafen? Vielleicht die hinter der Dornenhecke. Welche Dornenhecke? Die, vor der du stehst. Und geh nur noch näher ran, damit du siehst, dass niemand durch diese Hecke kommt. So dicht ist sie gewachsen. Zugewachsen. Dornen durchwachsen. Eine Dornenhecke und dahinter kein Schloss. Nichts. Nichts kann ich sehen. Du nicht, aber ich weiß es. Und wenn du dein Köpfchen ein wenig anstrengen würdest. Aber du hast ja wohl Stroh drin. Nichts als Stroh. Er will mich für dumm verkaufen. Dumm. Dornenhecke. Aber wo ist das Schloss? Eine Dornenhecke. Und dahinter nichts als Schlaf. 100 Jahre Schlaf. Bauer. Warst du nicht dabei, als vor 15 Jahren die 13. der weisen Frauen geweissagt hat, die Prinzessin werde sich an einer Spindel stechen und tot umfallen? Ist zu lange, viel zu lange her. Aber sie ist nicht tot umgefallen, sondern eingeschlafen, wie es die 12. der weisen Frauen gewünscht hat. Eingeschlafen? Du sagst, einschlafen. Da werde ich auch gleich müde. Du hast noch Zeit. Langsam, langsam, Bäuerlein. Ich aber werde ins Land hinausgehen und den Leuten ein Lied vorsingen. Das Lied von der Prinzessin, die 100 Jahre hinter der Dornenhecke schläft. Das Lied vom Dornröschen. Lass endlich die alten Geschichten. Jeder im Land erzählt sie weiter und weiter. Und am Ende sollte auch ich daran glauben. Ich sage dir, immer wenn ich mit meinem Ochsengespann am Schlossberg vorbeifahre, die hohe Hecke sehe, muss ich anhalten und das Ohr an die Hecke legen. Ich meine, hinter der Hecke und durch die Hecke ein gewaltiges Schnarchen zu hören. So als kröche der Schlaf aus jedem Blättchen, aus jedem Dorn der Hecke. Dir ist nicht gut im Kopf. Mein Vater hat mir auch die Geschichte von Dornröschen erzählt. Und der hat die Geschichte von seinem Vater. Soll ich etwa meinem Vater nicht glauben? Und ich habe gehört, dass, so sagt man, hinter der Hecke auch die Pferde und Hunde schlafen. Hast du nicht eingewachsen in der Hecke und tot die Prinzen gesehen, die immer wieder versucht haben, durch die Dornenhecke zu dringen? Ich habe sie gesehen, hängen gesehen. Sie müssen einen traurigen Tod gestorben sein. Da hast du den Beweis, Müller. Da hast du ihn. Beweis? Was Beweis? Ich habe niemand schlafen gesehen, niemand schnarchen gehört. Und noch einmal, Schluss jetzt mit der alten Geschichte. Hoppla, der kommt aber unangemeldet und heftig ins Wirtshaus. Guten Tag, meine Herren. Oh, ein feiner Herr, ein ganz feiner Herr. Ich habe eine Geschichte gehört und die Geschichte hat mich hierher geführt. Ach, schon wieder eine Geschichte. Hoffentlich nicht die gleiche. Hier soll es ein Schloss gegeben haben. Ja, ihr meint das hinter der Dornenhecke. Woher weißt du? Weil schon viele Prinzen sich in der Dornenhecke zu Tode gestiegen haben. Und ihr seid sicher der Nächste. Und hinter der Hecke schlafen alle, weil sich Dornröschen in den Finger gestochen hat. So erzählt man. So habe ich es auch gehört. Ich werde mit meinem Schwert die Hecke durchschlagen. Davon rate ich ab. Wie gesagt, schon für viele ist diese Hecke zum Friedhof geworden. Ich habe keine Angst. Seit ich die Geschichte eures schlafenden Schlosses gehört habe, kann ich nicht mehr schlafen. Er will die Prinzessin aufwecken. Ich werde sie aufwecken. Er will sie aufwecken und dann selbst schlafen. Eine verrückte Welt. Zuerst schläft die Prinzessin, dann will der Prinz schlafen. Ist das die Hecke? Wo sind die Dornen geblieben?
Für die Blumen brauche ich kein Schwert. Sie geht auf. Sie sagt mir, geh hindurch. Komm herein. Schlaf. Überall Schlaf. Eine Stille, als hielten 100 Jahre den Atem an. Taubenschlaf auf dem Dach. Wächterschlaf am Tor. Wasserschlaf im Brunnen. So viel Schlaf. So viel Stille. Schlaf des Königs, Schlaf der Königin. Da sollte die Prinzessin nicht weit sein. Aber ich sehe nur eine Magd und einen Diener. Und den Schlaf kann ich nicht fragen. Der Schlaf gibt keine Antwort. Aber nicht ruhen will ich, bis ich alle Zimmer des Schlosses durchsucht habe. Das muss Dornröschen sein. Wie schön sie ist. Ich habe sie gefunden. Und ich muss sie küssen. Oh, wenn sie doch nicht schliefe wie dieses ganze Schloss. Wenn ich nur wüsste, wie ich dem ganzen riesigen Schlaf unter den Pelz fahren und ihn wachrütteln könnte. Schlaf besiegt. Den großen Schlaf. Meinen Schlaf? Welchen Schlaf? Du hast 100 Jahre lang geschlafen. Und jetzt sind die 100 Jahre vorbei? Wo sind meine Eltern? Du fragst zu viel auf einmal. Aber die 100 Jahre sind wohl vorbei. Und weil ich dich geküsst habe, bist du aufgewacht. Oh ja. Ich will es gerne glauben, dass du mich aufgeweckt hast. Deine Eltern sind im Saal. Wollen wir zu ihnen gehen? Warte ein wenig.
Ich will erst einmal aus dem Fenster schauen, ob die Welt noch steht. Schau, die Pferde stehen auf und rütteln sich. Die Hunde springen auf und wedeln. Die Tauben auf dem Dach ziehen die Köpfchen unter den Flügeln hervor, sehen sich um und fliegen ins Feld. Die Fliegen an den Wänden kriechen weiter. Das Feuer in der Küche erhebt sich. Der Rauch raucht aus dem Kamin. Der lange Schlaf ist vorbei. Und du bist zur rechten Zeit gekommen. Denn wenn man aufwacht, muss man jemand haben, den man küssen und umarmen kann. Und ich will dich jetzt küssen und umarmen. Oh, beinahe hätte ich mir gewünscht, du solltest mich so lange küssen, wie du geschlafen hast. Komm, die Eltern warten schon auf mich. Und wenn der Koch auch aufgewacht ist und den Braten in den Ofen schiebt, will ich ihm sagen, er soll die Mägde und die Köchin rufen, damit das ganze Schloss mit uns essen und Hochzeit feiern kann.